zum Baron gebracht, selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund fliegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Baba. Ja, moin moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit The Witcher 3. Und ich bete zu Meditele, dass das Mikro heute mal durchhält. Meine letzte Aufnahmesession mit einer Folge The Witcher 3 und einer Folge Stardew Valley hat ja das Mikro mittendrin mal gesagt, Mensch, ich werde auf einmal richtig schön dumpf vom Sound. Und ich hoffe, dass das jetzt bitte nicht mehr der Fall ist. Weil das ist natürlich übel. Da kann ich genauso gut mit dem Headset aufnehmen. Aber erstmal noch eine Probe mit meinem richtigen Mikrofon hier. Und wenn das nicht geht, dann muss ich mir irgendwas überlegen. Notfalls mal ein bisschen in die Tasche greifen, um mir ein neues Mikro zu holen, so scheiße das auch ist. Ah, genug zu technischen Problemen, ich will euch ja nicht zujammern. Zumindest nicht zu lange. Ich will eigentlich Richtung Novigrad. Aber der blutige Baron wurde blindgeworfen und hat ihm die Haut vom Rücken gegangen. Sag nichts mehr. Nein. Eieiei, also der blutige Baron, der hat im Moment guten Ruf, habe ich den Eindruck. Echt? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Ah, immer schön schlucken, sag ich. Wie die hier alle rumhocken, das ist herrlich. Oh, da auch noch freundlich zwei Leute hängen. So mögen wir das. Und eine Wache, die im Boden steckt. Okay, ich habe mal einen Bug gefunden. Sieht aber drollig aus auf irgendeine Art und Weise. Dann reden wir mal. Achso, ich kann einfach durch, oder wie? Ist ja praktisch. Ich dachte, da hätte ich noch mal was vorzeigen müssen, aber offenbar gibt es hier kein weiteres Problemchen auf dem Grenzposten. Darf ich das hier nehmen, ohne dass mir das angelastet wird? Longrübe. Soll das sowas wie eine Langrübe sein? Ich habe keine Ahnung. Naja. Kann man schon Richtung Novigrad schauen? Nee, offenbar nicht. Schade eigentlich. Aber ich bin mir sicher, euch wird der Anblick Novigrads begeistern. Du kannst passieren. Ach was, natürlich kann ich passieren. So. Da ist Novigrad im Hintergrund. Oh, ist das geil. Aber bevor es nach Novigrad geht, ich bin ja ein Arschloch, dann gehe ich erstmal noch in den Wald. Aber speichere vorher zumindest mal schnelle Welle ab.
Wäre noch schöner, wenn ich euch gleich ungeschönt mitnehme in die Stadt. Nein, 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 nein. Ich muss ja noch etwas Spannung aufbauen nach meinem Mimimi am Anfang der Folge. Oh, das sind mal starke Necker. Die hauen schon etwas mehr rein als manch andere. Oh, da sind noch mehr von den Viechern. Na dann. Immer raufgehauen auf die Viecher. Der letzte, oder? Nee, da ist noch einer und da ist auch. Ich habe noch ein bisschen Spaß mit den Viechern. Aber dafür, dass die alle Stufe 18 sind, ist mir das doch eigentlich ziemlich gut geglückt, der Kampf. Muss ich zugeben, dass ich selbst ein bisschen erstaunt bin, wie flott der Kampf eigentlich zu Ende war und wie wenig ich getroffen wurde. Irgendwas macht da bum bum. So, das noch und ich glaube, ich mache noch ein Schnellspeicherchen. Das klingt, als wäre da ein größeres Viech, ein Werwolf oder so. Nee, nur ein Felstroll. Wenn's sonst nichts ist. Und nicht irgendein Felstroll, nein. Der ist tollwütig. Einmal, ups, das war genug des Guten. Und da prall ich wieder ab. Wenn ich abprall, habe ich das Gefühl, dass es nicht sonderlich gut wäre, weiter drauf zu schlagen. Einmal wieder drumherum. Upsala. Und gleich haben wir ihn. Also da war der eine in der Höhle, wo ich mit Keira oder wie auch immer war, der fühlte sich ein bisschen schwieriger an. Und hier haben wir noch mehr Necker, weil man von Neckern nie genug haben kann. Da ist doch noch was. Oder sind die über mir? Keine Ahnung. Die könnten über mir sein. Naja. Wenn es gefällt. Brrr, ist das hier dunkel. Na gut, wenn die nicht auftauchen wollen, dann plündere ich mal hier zum einen, was auch immer es hier gibt. Smaragdstaub, Dunkelstaub, Latte. Meister Visimas, das klingt doch nach einem schönen Getränk. Und Gerte des Leders, Zweren, Floren. Oh, ich glaube, Geralt wird wieder zum Lannister. Nach dem Kampf hier habe ich zumindest das Gefühl, dass das Level der Rüstung ziemlich ansprechend sein könnte. Und dennoch ein Relikt.
Nö. Das ist eine höchst irrelevante Rüstung sogar. Gibt mir etwas mehr Vitalität, aber alles andere ist geringfügig beschissener. Da muss ich zugeben, etwas enttäuscht zu sein. Schema, überlegenes Katzensilberschwert. Ah, jetzt haben wir den eigentlichen Schatz der Höhle, glaube ich, ausfindig gemacht. Ich glaube, damit kann ich mehr anfangen. Mal kurz gucken, ist es im Inventar einsehbar? Wäre mal ganz interessant. Ah, hier haben wir Handwerk. Oder nee, da gehe ich glaube ich die andere Richtung. Das müsste schneller sein. Ui, meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert. Klingt gut. Aber hier, überlegenes Katzensilberschwert. Ja, da muss ich erstmal Dinge haben hier. Aber es geht auch mit einem Waffenschmied-Gesellen. Das muss kein Meister sein. Hier braucht es den Waffenschmied-Meister. Aber hier reicht der Geselle aus. Und das Ding. Allerdings brauche ich dafür Stufe 29. Kein Wunder, dass das da ziemlich übelst reinhaut. Bis dahin habe ich vermutlich auch noch Alternativen, die ich verwenden kann. Na gut. Das ist eine interessante Höhle gewesen. Und ich bin echt stolz auf mich, dass ich hier sowas von heil durchgekommen bin. Also, da sage ich nur, so kann es weitergehen. Und was gibt's denn hier? Ist das eine Anschlagtafel oder so? Wäre ja mal was ganz Neues, haben wir ja noch nie gehabt. Oh. Ein Monsternest. Ah, das muss wirklich eine Tafel sein, weil die Dinge hatte ich gerade noch nicht angezeigt bekommen. Dann widmen wir uns mal dem Nest hier. Oh, Level 9, das ist ja ganz entspannt. Ich muss es zerstören, wenn ich die Envyaken loswerden möchte. Oh, da ist zwar noch was anderes am Rumschleichen. Aber das kann ich ja jetzt auch nach der Explosion schön annehmen. Ah, jetzt sollte ich mich mal langsam zurückziehen. Komm, komm, komm. Haha, nicht mit mir. Und stirb, du Viech. Ich mache mich heute gar nicht mal so schlecht. Endriagen-Embryo, ja. Ich glaube, das ist so ziemlich das einzigste Spiel, wo man Embryos als Zutat aufsammeln kann. Ich weiß nicht, soll ich das kommentieren oder nicht? Ist halt die Welt, ne? Warum nicht? Ist mal was anderes. The Witcher 3, die Welt, in der Embryonen sich lohnen. Ach, ist das poetisch. Was jetzt, du Stück Dreck? Hey, das könnte von mir gekommen sein. Nein, 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 mein Freund. So. Und nochmal hier. So ein kleines Bümmchen. Ah, schau einer an. Oh, sogar zwei, oder?
easy. Ey, ich will doch nur hier so ein bisschen Feuer und Flamme sein. Ja, wie das übliche, ein paar Ruhen, ein bisschen Haut, ein bisschen Embryo, was man halt so findet. Und ein paar kleine Mutagenchen. Aber ist nicht mehr weit, ist nicht mehr weit. Dafür hole ich mir sogar noch mal Plötze herbei. Komm, du kleines Miststück, ich will auf dir reiten. Ja. Ich wollte schon sagen, der Sonne entgegen, aber das stimmt sogar. Du bist es. Langsamer. Hexer, Hans Verdun, weißt du noch, du hast mich vor den Ertrunkenen gerettet. Damals hatte ich kein Geld, aber das sieht jetzt anders aus. Geld, das den Flüchtlingen gehört hat, ist die Rache süß? Ich dachte mir, dass du deine Belohnung noch holen kommst. Ich zahle natürlich, du hast mir das Leben gerettet, da gibt's kein Vertun. Aber wenn du Prügel willst, kannst du die natürlich auch haben. Oh, Junge, Junge, Junge. Wie ich das liebe, dass man hier die Konsequenzen merkt, aber was das für Konsequenzen sind, das liebe ich nicht ganz so. Von daher antworte ich das Naheliegendste. Ich hätte dich dort lassen sollen, gefesselt am Ufer. Tja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber ich will dafür sorgen, dass dein Gewissen dich nicht lange quält. Auf ihn! Achso, ich habe den Zauber noch drauf. Ich wollte eigentlich so ein kleines Quäntchen. Ein Quäntchen Glück quasi. Nee, der war jetzt wirklich schlecht. Okay, nicht, dass ich jemals einen guten gebracht hätte, aber... Es fällt trotzdem auf, dass ich... mal wieder mindere Qualität hier meine Sprüche abliefer. Na gut, deswegen mache ich ja auch Let's Plays. Auf Qualität kann ich nicht spielen, also muss ich mit... das sieht ungesund aus. Mit doofen Sprüchen um mich werfen. Naja. Sehen wir es positiv. Wir können ein bisschen plündern. Seltsam. Und ein Brief. Okay. Och, sollen wir die nochmal lesen? Okay, ja. Brief von Toben. Liebe Mutter, bisher ist alles gut gegangen. Ich habe noch einen langen Weg zur Stadt vor mir, aber sobald ich dort angekommen bin, schicke ich diesen Brief ab und fange einen neuen Brief an. Ich vermisse dich und Vater sehr. Ich bin mit dem Geld, das du mir gegeben hast, sehr sorgsam. Ich habe bisher kaum etwas ausgegeben. Sobald ich Arbeit gefunden habe, werde ich jede Woche einen Beitrag beiseite legen und dir meine Ersparnisse regelmäßig zuschicken. Sag Yolanda, dass ich sie sehr liebe und bald holen lasse. Damit sie meine Frau wird natürlich. Ich sprach mit dem Timeria und er sagte mir, dass es in der Stadt mehr Kaufleute als Ameisen in Wäldern gibt und dass Schreiber immer gebraucht werden. Ich denke, er hat die Wahrheit gesagt. Dein Toben. PS. Kraut Fido bitte den Bauch von mir. Ja, mal sehen, ob wir den Brief zumindest zukommen lassen können. Oh, und so viel gibt es hier gar nicht mal zu plündern. Da bin ich milde enttäuscht. Oh, Ranugin, das kenne ich auch noch gar nicht. Ja, ja, neue Gebiete, neue Kräuter und... Ja. Der hat auch nicht so den besten Tag gehabt. Ich hoffe zumindest, dass ich einen guten Tag gehabt habe mit meinem Mikrofon, was ich mir gleich mal anschauen werde, wie die Aufnahme ist. Die nämlich jetzt mal wieder vorbei ist. Und beim nächsten Mal werden wir vielleicht nach Novigrad kommen. Man weiß nicht, man munkelt. Wir sehen uns dann wieder und ich wünsche euch noch einen schönen was auch immer. Tschüssikowski, ihr Lieben.